Neues Leben, geboren in der Asklepios-Klinik Pasewalk. Etwa 600 Babys erblicken hier Jahr für Jahr in einer familiären Atmosphäre das Licht der Welt. Dann liegen in der Regel 40 Schwangerschaftswochen hinter der Mutti. Sie haben die Möglichkeit, sich schon 4 bis 5 Wochen vorher hier einmal vorzustellen. In Vorbereitung auf der Geburt sind so Vorbereitungskurse, werden so angeboten. Ansonsten melden Sie sich natürlich erst, wenn es losgeht. Ne? Wenn Sie mit Wehen oder Blasensprung merken, jetzt will mein Kind auf die Welt kommen, dann klingeln Sie hier. Einen Blick hinter die Kulissen werfen, die 3 Kreissäle besichtigen, Fragen loswerden und ersten Kontakt aufnehmen. Dazu dienen die regelmäßigen Informationsabende mit einer Hebamme und einer Gynäkologin. Jede Geburt wird von der Hebamme begleitet und von ärztlicher Seite überwacht. Das ist ja immer also ein großes Ereignis, was Besonderes. Und das hat so doch in der Zeit gelehrt, dass alles funktioniert im Prinzip. Ne? Die Mutti ist natürlich sehr aufgeregt, was die Geburt angeht, mit vielen beruhigenden Worten und mit Hinweisen, was man machen kann, mit Tipps, wie man sich so unter der Geburt verhält und so. Und dann ist das große Ereignis, es hat funktioniert. Unter der Geburt ist es ja so, dass die Muttis dann manchmal doch erschöpft sind und meinen, nein, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Und durch viel Zureden oder gut Zuwendung ist es eben so, dass die Mutti das doch schafft. Und das macht auch so das Besondere, diese Erfahrung, die Natur hat das so eingeredet, es funktioniert. Das Kind ist am Ende dann doch ganz normal geboren. Der erste Fußabdruck, Namensband und das erste Bild. Alles wird festgehalten. Nach der Untersuchung durch den Kinderarzt dürfen Mutti und Kind ihr Zimmer oder wenn gewünscht sogar ein Familienzimmer gemeinsam mit dem Vater beziehen. Rund um die Uhr ist ein erfahrenes Team aus Ärzten und Pflegepersonal für das Wohl von Mutter und Kind da. Die sind hier alle nett und zuvorkommend, auch wenn ich nachts Fragen habe. Egal, die sind nett. Am 3. Tag nach der Entbindung werden Hörteste, Ultraschall der kindlichen Hüften und Nieren sowie die Blutuntersuchung auf Stoffwechselerkrankungen und die U3 durchgeführt. Danach sind Rückbildung, Babyschwimmen und Mutter-Kind-Treffen weitere Angebote der Klinik. Während der Schwangerschaft sind es Gymnastik, Schwimmen und Geschwisterkurse in kleinen Gruppen. Als Besonderheit werden durch die Gynäkologen Akupunktur zur Geburtsvorbereitung und Moxen bei Beckenendlage durchgeführt. Außerdem hat die Asklepios-Klinik Pasewalk die Berechtigung zur Betreuung von Risikoschwangerschaften. Wir sind zugelassen, Schwangere ab der 32. Woche zum Beispiel zu entbinden. Also kommt zum Beispiel eine Frau zu uns mit einer vorzeitigen Wehentätigkeit, dann müssen wir natürlich einschätzen, können wir diese Schwangerschaft so weit betreuen, dass die Frau in einen Zeitraum mit der Schwangerschaft sich bis zu einem Zeitraum entwickelt, dass wir sie bei uns entbinden können, also jenseits der 32. Woche. Sollte die Gefahr zu groß sein, dass sie das Kind vielleicht doch früher bekommt, dann müssen wir die Frau in ein Zentrum verlegen. Die Mehrheit der Schwangeren bekommen ihre Kinder auf normalem Weg. Ein Erlebnis, das auch für die erfahrenen Ärzte nach wie vor sehr emotional ist. Wenn dann dieses Kind so ganz glücklich bei der Mutter am Arm liegt, dann ist man schon auch immer noch gerührt, obwohl ich das schon ein paar Jahre jetzt mache. Der schönste Lohn für das Team der Geburtsstation ist, wenn die Muttis mit einem Lächeln den Weg nach Hause antreten.